Spektralis. Auf dem Spektralis entwickeln wir gerade eine neue Firmware. Man kann jetzt zum Beispiel die Pattern über Programmwechsel umschalten, um das Gerät halt besser ins Setup zu integrieren, Länge über Programmwechsel umschalten. Es gibt verschiedene neue Erweiterungen im Handling von dem Flash-Speicher, dem internen. So kann man jetzt seine Samples auch in Ordnern organisieren. Manche Kunden hatten Probleme, nicht genug Samples auf den Speicher zu bekommen, wegen Fettproblemen auf dem Flash-Speicher. Durch die Ordner ist das eigentlich kein Problem mehr. Und Spektralis dürfte ja schon bekannt sein. Es ist im Grunde genommen ein kleines Electronic Music Studio, eine Box mit einem weitgehend modularen Hybrid-Synthesizer. Dieser Hybrid-Synthesizer hat halt zwei analoge Filter, einen Multimode-Filter und einen Tiefpass-Filter und hat vier digitale Oszillatoren, eine digitale Fix-Filterbank und einen sehr aufwendigen Step-Sequenzer. Und zusätzlich haben wir halt eine Drum-Sektion mit 11 Drum-Instrumenten, die weitgehend auf Samples basieren, die allerdings mit Filtern, Hüllkurven auch verändert werden können. Und drei Polyphon-Synthesizer-Spuren. Man kann eigene Samples einbinden und kann damit im Grunde komplette Songs arrangieren. Richtig schön dabei ist, dass man im Live-Betrieb halt nicht auf einen vorbestimmten Songablauf festgelegt ist, sondern man kann jederzeit in den Songablauf eingreifen, einzelne Spuren muten, einzelne Spuren solo schalten, den Mixer bedienen und so weiter, wie ich das eben am Anfang auch kurz gemacht habe.